Hilft ja nichts mehr. Ja, der schwingt schon fast die weiße Fahne. Guck dir das doch mal an, der hat doch schon gar nichts mehr. Muss den da jetzt noch unter die Arme greifen. Weiß nicht, was für ein Franzose. Ja, wobei, was das für ein Franzose ist, eine dumme Frage. Ein typischer Franzose. Ich mache hier auch nochmal Funkstelle rein. Dann gehe ich dem so auf den Zeiger. Ah, Mist, der hat mich schon entdeckt. So, tschüss. Gib mir nicht auf den Zeiger. Tschüss. Ich bin stinkesauer jetzt. Zieh dich zurück. Ich baue jetzt Elefanten ohne Ende. Ich spam den jetzt zu. Da kann man nicht mal. Oh. Ja, komm, Feuer! Alles kaputt machen, was du kannst! Ich zieh mal meine Ostwände zurück. Hab ich dich! Jetzt volle Kanüle! Gib dem keine Chance! Oh, der feuert auf mich wieder. Oh, der greift mich nicht an, weil er Schiss hat, dass ich noch mehr habe. Treff den mal! Den blöden Sherman! Geht doch. Ja, voll auf meine Einheiten wieder. Toll, danke. Mal wieder. Ja, die kommen jetzt langsam an. Scully, was hast du denn schon wieder gemacht? Wirbelwind. Oh. Ja, und dadurch hatte ich mein Schätzchen gerade wieder rausgeschnickt. Oh ja, dräng den bitte zurück. Jetzt. Now. Do this now. Erste Maus ist da. Mein Mäuschen ist da. So. Ja, beschieß mich weiter, Junge. Du bekommst voll die Öcken gerade jetzt. Tschüss. Also, Kollege ist gerettet. Hey. Weil der Franzose nicht so gut spielt, wieder mal. Ja, okay. Wir müssen mal spielen, aber... Der doofe Franzose, ey. Hat wieder nur die weiße Fahne gehisst. Kannst du gerade nicht schreiben, weil ich... Aber du bist doch Mod. Ah, nee! Ah, du bist doch so ein Hannes manchmal. So. Was? Okay. So, jetzt darfst du wieder. Kurze Pause. So, jetzt geht's weiter. Sorry. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt kann ich mich wehren. Soll ich dem jetzt schon da so viel? Besser? Okay, jetzt versucht er natürlich über links zu kommen. Okay. Kann ich verstehen. Deswegen werde ich den jetzt abfangen mal wieder. Ne, Moment, ich finde den jetzt mal. Ich hoffe, der merkt, dass es eine Finte ist. Ich hoffe, er merkt nicht, dass es eine Finte ist. So. Macht das absichtlich. Ja. Ja, da die ersten Fake-Panzer. Ne? Scheinobjekt. Meine Kollegen schieße ich da gerade ab, liebevoll.
Jetzt fängt's an wieder. Ja, ich komm ja nicht so, Junge. Oh, der stürmt aber rechts richtig schick durch. Finde ich gut. Ich schieß mal den Italiener ab. So. Hang. Wir zerstören den da jetzt mal komplett erstmal. Oder so gut es geht zumindest. Das wird lustig. So, nächster Kollege ist runter. Dass der sich so ranwagt gerade. Krass. So, Wirbelwind. Wirbel die Luft mal ein bisschen auf. Zieht sich zurück. Der zieht sich genau im falschen Moment zurück. Guck dir das mal an. Genau in dem Moment, wo der einfach mal voll auf die Oschen bekommt. Guck mal, jetzt kommen die paar. Ja, der hätte mal durchziehen sollen, ne? Und damit ist das Spiel gedreht. Wir sind richtig ready. Wir haben den, glaube ich, alles vom Himmel geholt, was nur ging. Und jetzt auch noch seine Bodeneinheiten. Okay. Die Runde läuft tausendmal besser als vorhin mit den Italienern. Jetzt sorge ich nochmal für richtig krassen Nachschub, damit ich den da auch kriege. Ich könnte eigentlich jetzt mitflankieren. Ich hätte Angst, nur meine Einheiten zu verlieren. Weißt du was? No risk, no fun. Ich hol den mir jetzt. Ich rücke nochmal schnell meine Einheiten zusammen und dann los geht's. So. Dann bauen wir hier noch was nach. Genau, das sind meine Scheineinheiten, die da angreifen. Peng. Und nochmal. Peng. Ja, jetzt haben wir aufgeräumt. So, jetzt kommen die Scheinpanzer. Er stellt sich schon an die Brücke. Das heißt... Ah ne, mein Kollege zieht sich gerade zurück. Wobei, ich setze den mal under pressure. Auf der Seite. Ja. Und ich habe noch ein paar Gebäude baue von mir. Er wird das jetzt gar nicht merken. Moment, stopp. Sturmtiger. Einmal bitte draufhalten. Der bietet sich gerade so liebevoll an. Vielleicht hat er Infanterie im da drinne. Dann treffe ich die jetzt auch. Der hat aber da hinten Infanterie. Soll ich auf den Mörser gehen? Dann wird er gleich keine Lust mehr haben. Guck mal, seine Panzer gehen flöten. Und guck mal, seine Flugzeuge gehen flöten. Das wird immer lustiger. Okay. Ich gehe nochmal auf Produktion. Dann baue ich noch schnell ein paar Mörser und dann hole ich den mir. Peng. Oh, perfekt. Der greift gerade an. Besser kannst du jetzt nicht laufen. Jetzt brauche ich meine Sturmtiger. Und jetzt einmal bitte draufsensen. Nein, draufsensen. Nicht hinlaufen. Danke. Jetzt einmal. Uff, jetzt hat er Pech gehabt. Sorry, das ist jetzt übel für ihn. Oh, das wird jetzt wehtun. Mehr wollte ich nicht. Also, jetzt baue ich schnell schon mal die Tiger.
Oh, 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 oh. Einmal bitte draufhauen. Danke, liebe Sturmtiger. Liebe Sturmtiger, zerstört mal seine Basis. So, weg ist er. Tschüss. Jetzt kann er seine Basis einpacken. Ich zerschieß den jetzt alles. Jetzt ist so... Jetzt habe ich so meinen Frieden gefunden mit dem Gegner. Wenn er mir jetzt alles zerstört, ist es mir so egal. Ich produziere so viele Ressourcen. Ich erhole mich schneller als er. Und irgendwie rippe ich ihm gerade alles weg. Oh, der tut mir so leid gerade. Er zieht sich schon zurück. Ah, der ist hier rechts. Ich flankiere den mal. Weg mit den Flugzeugen hier. Spione einmal bitte. Okay, das ist echt ein bisschen unfair. Normal Pershings. Okay, gut, der hat aber Pershings. Schlimm genug, dass er überhaupt welche hat. Aber wir schießen mal drauf, komm. Mach ich einen Panzerspam? Nee, komm, wir machen einen. Tschüss, liebe Panzer, liebe Flugzeuge. Jetzt. Jetzt spammen wir. Oh. Warum Verluste? Wird doch gar nicht so schwer getroffen. Ah, der hat meine 8-8er getroffen. Ja. Jetzt wirft er alles entgegen, was er nur kann. Gleich haben wir den. Oder doch nicht. Oh ja. Weg mit denen. Wir rücken einfach mal vor. Liebe Sturmtiger, ihr könnt doch mal seine doofen Sachen da mal zerstören. Die nerven mich. Entschuldigung dafür. Seine Flugfelder gehen mir gerade mega auf die Nerven. Dafür kann ich jetzt auch nichts mehr. Ich kann für nichts garantieren. Okay. Trotzdem noch mal meine Sachen. Das tut mir jetzt aber leid, nicht? Der Sowjet wird der schwerste sein, sieht man schon. Aber wenn wir alle aufgerüstet sind, dann sollte uns das nur noch wenig tangieren. Ich lasse meine Einheiten gerade hier stehen, weil ich auf so ein, zwei Sachen warte. Ja nicht, warum ich das mache, aber ich mach's. Ich glaube, der hat gleich keine Flugzeuge wieder mehr. Schieß doch mal! Oh! Wir rulen gerade. Den Shit. Na komm. Ist was? Weil's geht. Ja, die Late-Game-Deutschen wieder. Die sind so unfair. Och. Schick mal die Einheiten vor. Schütz mal.
Okay. Ich versuche den da gerade nochmal schnell zu flankieren. Ja. Ich glaube, der hat da gleich so ein kleines Problem, ne? Diese Artillerie schießt so scheiße weit. Ich werde den gleich zerlegen sogar schon. Es wird so schnell gehen. Oh, weißt du was? Ich mache hier vorne eine Prototypenbasis. Jetzt ist unglaublich schnell, was ich hier machen werde. Ich werde meine Basen jetzt vorlagern. So, jetzt flankiere ich den Russen nochmal. Ja, damit hat er jetzt auch keine Chance mehr. Der hat ja jetzt nichts mehr. Und ich schieße noch mit der Artillerie. Ich wollte eigentlich einen Flugplatz machen, aber jetzt merke ich gerade, es läuft auch so. Das ist die Hölle jetzt. So, jetzt kann ich mich ruhig wieder zurückziehen. Jetzt kann es mir eigentlich egal sein. Was? Wie? Danke. Jetzt bockt's mich auch nicht mehr. Jetzt bin ich wütend. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt wütend bin, weil wir eh führen, aber ich bin jetzt wütend. Ja, der hat schon fast keine Basis mehr. Ja, ach egal, ich ziehe mich zurück. Den Rest mache ich so. Weißt du was? Ihr könnt mich mal. Entschuldigung, ich habe gerade echt Spaß. Guck mal. Feuer frei! Ich meine nur. Da! Aua! Ich meine, guck dich das doch mal an. Hier wird einfach dauernd gefeuert. Und hier kommen meine Truppen gerade zurück. Der fällt erstmal einen Baum um, Alter. Geh mal aus dem Weg, ich bin betrunken. Guck dir den an. Komm von meiner Straße ab. Ey, das ist ein Panzer. Ich meine, den kann sich nicht interessieren, der hat einen Panzer. Aber egal. Och. Kann es sein, dass ich den gerade zerpflücke, ohne dass ich irgendwas drücke? Genau, ich wollte hier eine vorgelagerte Basis bauen. Das wollte ich noch machen. Wie viele haben wir denn schon? Fast alle. Also von den hier ausgebauten. Jetzt bauen wir nochmal die Mörser auf. Es sind 16 Stück. Nur. Wisst ihr was? Das ist meine Meinung dazu. Ich will nicht wissen, was die hier denken. Die sieht man gar nicht mal. Joa. Der Gegner ist wohl platt. Und die feuern halt als noch. Oh Gott. Da kommt halt immer mehr runter.
Ja. Alles kaputt. Setzt sich die nach. Setzt sich die nach. Übrigens, was ich cool finde, ist, dass das alles in so einem Raum stattfindet. Sau cooles Szenario eigentlich. Ja, jetzt fliegen wieder die Dinger. Das ist so eine Sache. Okay, Vorsicht. Moment. Hier fahren so Panzer. Vorsicht. Njo. Da kommt ja noch einer runter. Könnt ihr mal die Mörser alle mal auf dieses Gebäude hier zielen? Stellt euch vor, ihr sitzt hier einfach und seht einfach nur das da. Alter, ich würde instant kapitulieren. Wenn ich noch leben würde. Aber ich würde instant kapitulieren. Auch hier jetzt. Du stehst auf so einer Wiese. Lalalalalala. Wow. Einfach nur wow. Guck dich das doch mal an. Vielleicht kommen die wieder runter. Und ihr hört die nur. Wenn ihr die seht, ist schon zu spät. Okay. Es kommen ja noch mehr. Ich will ja nicht übertreiben. Ich sag euch, das ist jetzt nicht mehr feierlich. Ich schieb mal meine Leute rüber. Nehmen Sie so schnell wie möglich neue Position ein. 25 Mörser. Das ist echt wenig eigentlich. Nehmen Sie so schnell wie möglich neue Position ein. 26, okay. Ich hatte mal 70. Das würde ich machen, tatsächlich, wenn ich Artillerie in Far Cry hätte. Genau das. Exakt das. Also. 29 Schuss. Ich bin hier ein kleiner Bauer am besten so, ne? Oh! Ich habe hier gewohnt. Ich habe hier gewohnt in der Holzfällerhütte. Kommt denn das jetzt runter? Schon wieder hier. Oder Soldat in der Kaserne ist auch was Nettes. Guck mal. Und du siehst da hinten schon die ganzen Spuren. Alter. Und du sitzt dann hier so, ja, alle schön, alle Taco. Du siehst nichts mehr. Hier brennt irgendwo. Ja. Okay, pass auf. Flugfeld. Du sitzt auf dem Flugfeld, mitten im Flieger.
Da fliegt so ein Ding vorbei. Ja. Ja. Und irgendwann. Wird einfach alles um dich herum platt gemacht. Und jetzt noch der Rest. Alter. Da kommt noch mehr runter. Was ich cool finde an dem Spiel ist, dass die, wollte gerade zeigen, dass die Bäume auch kaputt gehen und sowas. Also, sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, okay, aber jetzt höre ich auch auf mit Roos. Roos hat richtig Spaß gemacht. Ist für den Strat-Samstag, also für den Strategie-Samstag, einfach mal eine kleine Aufnahme gewesen. Ich hoffe, es wird jemandem sehr gut gefallen.